geladen. Sagt aber, ob es irgendwie gewirkt hat. Mal gucken, was man daraus lesen kann. Das sind so die drei Dinge, die ich euch gerne vorstellen möchte. Der Anfang ist das hier. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, hey, Kirkpatrick hat nur drei Level oder vier Level, also keine Diskussionen auf der Ebene, bitte. Aber für die, die es noch nie gesehen haben, Level 1 heißt, ich frage die Menschen, hat es euch denn gefallen? Kann ich dann daraus ableiten, wenn es ihnen nicht gefallen hat, dass ich was tun muss? Wenn es ihnen gefallen hat, okay. Stufe 2, haben sie denn was gelernt? Also da könnte ich jetzt sowas machen wie ein Web-Assessment oder in Sales lässt man die Leute gerne mal pitchen, die erzählen dann mal die Geschichte und auf der anderen Seite sitzt einer und sagt, oh, als Kunde hätte ich das jetzt überzeugt oder nicht überzeugt und dementsprechend. Und Level 3 ist dann das wirklich Spannende, haben sie denn auch wirklich verwendet und hat es irgendeinen Mehrwert gebracht für die Mitarbeiter, für den Kunden, für die Firma letzten Endes. Und 4 und 5 ist dann nur noch so ein bisschen abrechnen. Also wenn ich jetzt Level 3 weiß, die haben irgendwie jetzt ein anderes Verhalten, die benehmen sich hoffentlich mehrwertstiftender irgendwie. Dann versuche ich auch Level 4 rauszukriegen und wie viel Geld ist denn das wert? Also für die Firma jetzt, wie viel Geld ist es wert, dass die ihr Verhalten verändert haben? Und Level 5 ist dann eine einfache Division. Also wenn ich weiß, was mein Lernprogramm gekostet hat und wenn ich weiß, dass das Ganze gebracht hat, dann habe ich halt Return on Investment oder Return on Education. Der Sticker da drauf ist total wichtig, abzufeiern, dass in meinem Fall 200.000 Menschen da durchgelaufen sind, ist irgendwie mal gar nichts. Also 200.000 Menschen haben einfach nur Geld gekostet. Lernzeit, Trainerzeit, Adminzeit bringt nichts. Wir nennen das gerne mal Level 0. Und unser Management findet das immer noch cool. Also nicht das Lernmanagement, die haben diese Folie schon verstanden. Ne? Aber wenn dann jemand kommt und sagt, mein Thema ist das Beste, was jemals da war, und wir bauen dann ein Lernprogramm für den Menschen, und am Ende fragt er dann, und wie viele waren da? Und sagt, können wir dir sagen, aber gibt noch ein Level minus 1, wie viel E-Learning man im Schrank hat. Okay, soweit klar? Okay, und das Spannende ist halt, wie komme ich denn auf Level 3 und Level 4? Jetzt kommt die Kurzfassung. Das ist der Aktienkurs der letzten 10 Jahre. Und an der Stelle habe ich mein Lernprogramm gestartet. Und ich bin natürlich offensichtlich Level 4, ne? Also der Aktienkurs von 55 Euro ist jetzt bei 125 Euro. Ich kann jetzt feiern. Kann ich feiern? Ich kann nicht feiern. Warum kann ich hier nicht feiern? Da stehen keine Teilnehmerzahlen. Damit hat viel gekauft, wenn das den Aktienkurs gepusht hat. Ja. Korrelation, nicht Kurs. Ja, also genau, Korrelation. Seit es das Programm gibt, geht es dem Aktienkurs besser. Beim Kirkpatrick nennt man das gerne so das Problem der Isolation. Also ich mache ein Lernprogramm, aber umherum passiert halt noch ganz viel. Ne? Also Markt verändert sich, neue Produkte kommen, wenn ich im Sales bin. Oder vielleicht kommt halt Covid und die Kunden haben plötzlich ein anderes Verhalten oder was auch immer. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich meinen Anteil trenne von dem, was sonst noch passiert. Also das hier, was vergessen, das war's nicht. Also ein Punkt, finde ich ganz interessant, auch Ansätze gesehen, dass man Kirkpatrick unterfüttert mit Vorfragen auch nochmal. Also dass man so versucht, in welcher Kontext sich gerade der Nutzer befindet. So dass Kirkpatrick 1 bis 3 eigentlich schon scheitern, weil der Nutzer gerade vorher irgendwie geschieden wurde. Ja. Also dass man diese sozioökonomischen Themen schon auch mit reinnimmt, also nicht nur isoliert betrachtet, das ist eigentlich ganz spannend. Da gibt es ein paar ganz gute Ansätze, wobei man sagen muss, nicht in Deutsch. Ich reagiere jetzt mal nicht, machen wir aber gleich nochmal auf. Also finde ich super spannend, kommen wir nochmal drauf zurück, weil die Art, wie wir fragen, ist es vielleicht oder auch nicht mit drin. Das kannst du gleich mal sagen. Also so haben wir angefangen. Also worum geht es überhaupt? Es geht um einen Kommunikationsworkshop. Der war früher on-site 2 Tage. Da haben wir 20 Leute drin gehabt, ganz viel Roleplay. Toller Trainer, cooler Inhalt, total relevant für die Leute. Am Ende von den 2 Tagen sind die erschöpft. Dann legen wir ihnen einen Zettel hin und lassen sie mal ausfüllen. Das war so ein Beispiel von dem Papierzettel. Net Promoter Score kennt jeder. Skala geht von minus 100 bis plus 100. Und die sind dann irgendwie kurz vor 100 da einmal rausgegangen. Glückliche Menschen. Glückliche Menschen in dem Augenblick, wo sie gerade irgendwie was Tolles Neues gelernt haben, von dem sie glauben, dass sie es vielleicht mal verwenden oder dass es irgendwie taugt. Aber sie haben es noch nie angewendet. Anzahl Menschen über die Jahre entsprechend hoch. Den Rest von 2020 habe ich nicht mehr gefunden. Aber das ist Level 1. Ne? Sind Menschen glücklich? Menschen sind glücklich. Gar keine Frage. Habt ihr nur gefragt, ob sie glücklich sind oder haben sie auch gefragt, ob sie die Trainer kompetent, den Inhalt relevant, also wurden diese Dinge rein theoretisch erhoben?
Ja, also praktisch auch. Also die Fragen darüber kannst du jetzt wahrscheinlich aus der Entfernung nicht lesen. Ist, hat meine Erwartungen getroffen, war eine gute Investition, da sind die zwei Trainerscores drauf. Ja. Und dann eben Net Promoter Score, den habe ich jetzt hier rausgegriffen, weil der kommt gleich an anderen Stellen auch nochmal. Die wurden direkt im Anschluss oder 24 Stunden später? Nee, direkt im Anschluss am Ende von Training Papier. Rücklaufquote an der Stelle natürlich nahezu 100%, außer denen, die früher schon abgereist sind. Nicht gestanden und getroffen. Nee, eigentlich nicht. Also das ist nicht so sehr das Thema gewesen. Ja, es ist so unter uns eine große deutsche Airline, hat es mal von T0 auf 24 Stunden umgestellt. Danach hat man die Trainer ausgerufen. Also ganz, ganz valider Punkt. Und ich habe angefangen, vor zwei Wochen so meine Zahlen zusammenzutragen. Und jetzt bin ich gestern nochmal durchgegangen und habe dann festgestellt, hier fehlt mir was. Diese gelbe Box sagt, ich hätte jetzt auch noch ein paar andere Zahlen mitbringen sollen, aber die konnte ich jetzt über Nacht nicht mehr aus dem System rausziehen. Wir haben ein Learn-Management-System. Und nachdem die Leute als Teilnehmer gebucht sind, schickt das Learn-Management-System so ein hässliches Workflow-Ding raus und sagt, gib uns doch mal Feedback. Da kommt eine viel geringere Rücklaufquote und da kommt der erste Realitätscheck. Also wenn ich das hier nochmal mache, dann wird aus dieser gelben Box wird dann nochmal eine andere Datenquelle, um zu sehen, wie die Leute es dann empfinden. Aber Level 1 und mehr ging da nicht. Ja, und dann kam tatsächlich vor 3 Jahren, als dann Covid kam, wir gesagt haben, wir können das so nicht mehr machen. Dann haben wir gesagt, naja, da ist auch eine Chance drin. Wir können dieses Programm, was wir bisher hatten, mal komplett revisieren. Inhaltlich war das alles gut, aber die Lieferform, dass irgendwo 2 Tage am Stück und die Leute reisen dahin und wir müssen die Trainer dahin schicken, war irgendwie schon doof. Und wir haben das jetzt geändert. Kommt ein kleiner Exkurs, wie es jetzt aussieht. Flip the Classroom, wer weiß, was Flip the Classroom ist? Auch cool. Wow. Also das Blaue hier, was da drauf ist, das sind die, muss ich jetzt für online, muss ich nochmal eben mit der Maus drüber fahren. Also das Blaue hier, das sind Sessions online, wo die Menschen zusammenkommen. Also es gibt einen Kickoff, da kommen dann die 16 Leute zusammen, gibt keinerlei Vorarbeiten. Aber danach, wenn sie sich dann eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen später wieder treffen, müssen sie jeweils durch das Gelbe durch. Das Gelbe sind Trainer auf Video. Die kann man sich so oft angucken, wie man will. Die kann man schnell gucken, die kann man langsam gucken, die kann man mit Untertiteln gucken. Und muss sich dann vorbereiten, wenn man dann wieder ankommt in dem nächsten Workshop, muss man nämlich liefern. Also hier geht es um Kommunikation zum Kunden. Das heißt, beim ersten Mal geht es um, wie fange ich an, wie höre ich auf. Dann geht es mal um den Umgang mit Fragen. Und das ist alles in den gelben Lerneinheiten selber drin, in Selbstlerneinheiten drin. Learn alone, practice together, learn alone, practice together. Wenn wir da durch sind, dürfen die Leute nochmal wiederkommen, wenn sie wollen. Ungefähr 25% kommen wieder zu etwas, was wir Final Exercise nennen, wo sie nochmal vor den Trainern und anderen Experten das liefern können, was sie vorher gelernt haben. Und wenn sie das machen, kriegen sie von uns ein Digital Badge. Und dann können sie sagen auf LinkedIn hier, Mastering the C-Level, C-Level Communication, das kann. Wir zwingen aber nicht alle wiederzukommen, aber das passiert. Und dann versuche ich noch, die Leute dazu zu bringen, es wirklich zu nutzen. Also nachdem sie da ganz viel investiert haben, will ich, dass sie es tun. Das Grüne ist ein Roundtable. Wir haben einmal im Monat laden wir die Leute ein und lassen sie darüber reden, wie war es denn jetzt wirklich in der Wahrheit, in der Praxis. Also redet nicht mehr über das Training, sondern wen habt ihr getroffen, was habt ihr verwendet, hat es geklappt, habt ihr Fragen und geben dann Feedback bzw. beantworten Fragen. Und unten rechts in der Ecke das Gelbe, das ist 12 Monate lang, jeweils Anfang des Monats eine kleine Audiodatei, wir nennen es Podcast, wo nochmal sämtliche Konzepte, die in diesem Training drin sind, nochmal wiederholt werden. Also 12 Monate hintereinander gibt es immer einen kleine Erinnerung, da war doch was und wollte nicht mal und guck doch mal, das ist an. Also das ist Lernprogramm. So, wo sind wir jetzt mit unserer Taxonomie? Es gibt sowohl für den Workshop als auch für diese Prüfung gibt es dieses aus dem Lernmanagementsystem kommende, wie hat es euch denn gefallen, wie waren denn die Trainer? Und das ist auch wichtig. Das ist so ein Hygieneinstrument. Ne? Waren die Trainer immer noch gut, werden die langweiliger, gab es irgendwo technische Probleme in der Lieferung, das muss man halt machen. Aber ansonsten nicht viel zu sehen. Das Ding selber ist natürlich ein Level 2, also wir überprüfen, ob die Menschen wirklich was können. Zumindest, ob sie in der Lage sind, das, was wir ihnen vorher gegeben haben, ob sie das umsetzen können. Da ist dann nicht nur der normale Ablauf drin, sondern sind dann ein paar hässliche Fragen drin in der Kundensituation, ist ein Kommunikationstraining, also ein paar Überraschungen. Und dann kommen die Leute da durch. Es fällt niemand durch. Manche kriegen mehr Feedback, andere kriegen nur ein Lob. Und am Ende kriegen sie halt ihr Digital Badge. Aber die Leute, die da nochmal wieder hinkommen, die nehmen sich auch wirklich Zeit, sich vorzubereiten. Da kann man davon ausgehen, die wollen das wirklich. Und jetzt kommt der Level 3. Wir haben
eine Survey gebaut, die wir dreimal fragen. Die fragen wir wirklich nach 10 Minuten im Kickoff. Das ist am Anfang so, herzlich willkommen und jetzt macht mal Survey. Bevor Sie dann im letzten Workshop nach Hause gehen, halten wir an und sagen, jetzt macht mal Survey. Und dann ein paar Monate später, und dieses Monate später ist gekoppelt an die vierte Edition von dem Audio-Podcast. Also die Leute gewöhnen sich dran, dass jeden Monat so ein Audio-Podcast da kommt, kriegen mal Mail. Und am vierten Mal steht da, halt, bevor ihr euch das Audio-Podcast anhört, biegt doch mal ab. Ihr wisst noch, ihr hattet schon mal 2 Survey-Messpunkte, könnt ihr da mal mit einsteigen. Es sind immer dieselben Fragen. Das ist aber natürlich, ne, Qualtrics, ein einfaches kleines Formular, was wir für all die 3 Messpunkte nutzen und auch für die verschiedensten Lernprogramme, die wir haben. Das heißt, wenn man da reinstolpert, muss man sagen, was ist denn mein Lernprogramm und an welchem Messpunkt bin ich denn? Manche von den Fragen machen am Anfang keinen Sinn. Ne? So was wie, was hätte besser sein können, macht beim ersten Mal keinen Sinn. Aber wir haben uns bewusst entschieden, immer dieselben Fragen zu stellen und nicht 3 verschiedene Formulare zu haben. Wir haben uns auch entschieden, nichts Personenbezogenes dazu erfassen. Also wir sehen nicht einen Menschen, der durch diese 3 Messpunkte durchläuft, sondern wir sehen nur Menschen an den Messpunkten. Das macht gleich die nächste Grafik, die gleich kommt, mit den Response Rates ein bisschen schwieriger. Aber wir haben den Eindruck gewonnen, das hilft, diese Anonymität an der Stelle zu haben. Dass wir nicht wirklich einen Menschen wirklich sind. Okay? Gut. Response Rates. Darf ich einfach nur stellen zum Podcast? Wie wird der denn angenommen? Also, das weiß ich nicht. Also okay, ich versende den, aber ich kriege manchmal dann ein Herzchen irgendwo auf Teams oder ich kriege auch mal unsolicited Feedback, dass jemand dann sagt, oh toll und hat mich überrascht. Und manchmal am Ende dann nach dem 12., da kommen eigentlich die meisten, sagen so, war eine coole Sache, habe ich sonst nirgendwo erlebt, sowas in der Art. Mhm. Aber da haben wir keine Messung drauf. Und wie, also du hast gerade gesagt, du schickst den oder wie verlässt? Also technisch super low-tech. Immer wenn hier Lerner anfangen, erzeuge ich Microsoft Teams, wo diese 20 Lerner ein Jahr lang drin sind. Und da kipp ich dann immer den Podcast rein und mache dann den Ping drauf und haue noch ein Mail um die Ohren. Und wenn es auch der Letzte wirklich mitkriegt, es ist wieder eins gelandet und nimmst. Cool. Also ich kippe absichtlich nicht alle 12 auf einmal rein, sondern jeden Monat eins, damit die dann wirklich auch diesen Rhythmus haben und dann auch entsprechend die Erinnerung kriegen. Wenn ihr das gleich nach 10 Minuten beim Kickoff nutzt, ist das für euch einfach nur die Baseline-Messung, die wird dann genullt und dann gucken wir von dort aus weiter? Gucken wir gleich drauf, wie sich das anfühlt. Okay. Erstmal ja, das ist die Baseline-Messung und es ist das Gewöhnen an diese Methode. Ich bin überzeugt davon, dass der dritte Messpunkt, und ihr werdet jetzt gleich sehen, die Rücklaufquoten sind jetzt nicht so überirdisch, dass der besser funktioniert, wenn die Leute schon 2-mal das unter Anleitung gemacht haben. Also dieses, wir halten jetzt an, ihr macht jetzt 5 Minuten die Survey, weil länger dauert es nicht. Dann machen wir das später nochmal im dritten Workshop. Wir halten an und es kostet nur 5 Minuten. Und wenn ich dich dann per Mail auffordere, mach's doch mal, dann hast du dich vielleicht daran erinnert, es kostet wirklich nur 5 Minuten. Und dann machst du es halt. Weil nach 10 Minuten sagen die bei meistens, ich kann es letztens nicht lesen, aber wahrscheinlich sowas wie, kann ich nicht beantworten, NH oder sowas. Genau, sind auch dabei. Also die Ansage an der Stelle ist ziemlich klar, wenn das jetzt für dich in deiner Lebenssituation oder in diesem Zeitpunkt von dem Training keinen Sinn macht, geh auf NA, dann will ich das 2. Mal und 3. Mal fragen, wird es Sinn machen. Ja, okay. Das ist wirklich meine Tonspur an der Stelle. So, Rücklaufquoten. Bisschen schwierig zu verstehen. Ich mache das mal hier mit der Maus. Hier unten ist eine Zeitachse. Und das ist jeweils der Monat, in der eine Kohorte, also 20 Menschen, losgelaufen sind. Und hier oben drüber ist jeweils in Blau die Rücklaufquote im Kickoff, in Orange die Rücklaufquote beim 3. Workshop und die Rücklaufquote mehrere Monate später. Also immer, wenn man von unten nach oben liest, kriegt man so das Verhalten raus. Die letzten hier, die sind noch dran. Die haben die 4 bis 5 Monate noch nicht erreicht. Also die sind zwar schon gestartet Anfang dieses Jahres, aber die haben hier dementsprechend noch keinen Wert. Also was ich da lese, ist, manche kommen zu spät zum Kickoff. Also wer in den ersten 15 Minuten nicht da ist, der verpasst halt die Einstiegssurvey und manche scheinen aus dem Workshop hinten zu verschwinden. Wir haben hier im Durchschnitt, wenn ich das jetzt gewichteter Durchschnitt über alle, wenn ich mir das angucke, sind wir da bei 28% Rücklaufquote bei der 3. Survey. Und das schwankt extrem. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wann das ankommt. Also stellt euch vor, es kommt Anfang Januar an. Und man hat gerade die letzten Reorg-Mails und die neue Firmenstrategie und all die anderen Dinge, dann bleibt das liegen.
Und wenn das liegen bleibt einen Monat, dann wird es auch nicht mehr aufgemacht, dann ist es weg. Genauso Sommerpause und sonst was. Also ich glaube, hier oben das Blaue, da waren wahrscheinlich irgendwelche technischen Störungen. Habe ich dann jetzt, okay, egal. Also insgesamt, man sieht es, wenn man die Leute anhält und sagt, Server jetzt, sind wir halt ganz weit hoch. Und danach wird es dann ein bisschen dünner. Wobei diese 28 sind vielleicht auch nicht schlecht. Da habe ich dann auch wieder gestern so gedacht, ich hätte das mal mitbringen sollen von anderen Lernprogrammen. Also wir nutzen dieses Formular nicht, ja nicht nur für dieses Lernprogramm, sondern auch für andere. Und dem werde ich jetzt nochmal nachgehen hinterher und gucken, ob ich es schaffe, auch für die anderen rauszufinden, was die denn für eine Rücklaufquote haben. Auf dem dritten Messpunkt. Die ersten beiden sind ja keine Ahnung. Jetzt so, ja? Habt ihr schon versucht, die Surveys als Pflicht sozusagen, dass der daran teilgenommen werden muss? Und sonst mal so einen Betriebsrat vorbeikriegen, schweige denn die Köpfe der Lerner. Ja. Glaube ich nicht. Ich darf die Survey machen, das ist schon cool. Weil die ist halt anonym und so, ne? Und keine Leistungsbeurteilung. Ja, aber sozusagen, also wie in einem Lernpfad, das ist, der nächste Fortschritt kommt erst, wenn ich diese Survey gemacht habe, einfach um noch mehr Daten mit mir zu sammeln. Und ich denke, der Teilnehmer hat jetzt kein Desinteresse auch. Finde ich spannend. Spontane Reaktion, dann kriegst du halt Müll. Ne? Ja. Dann wird es halt ein Compliance-Ding, durchklicken, weg. Ob ich dann gute Noten kriege oder schlechte Noten. Also Antwort auf deine ursprüngliche Frage, nein, haben wir niemals. Passt auch nicht so zur Kultur hier. Also hier, SAP. Klar, ich das ganz kurz reagieren darf, ich meine, das muss wahrscheinlich noch gleich sagen, aber ich meine, da ist natürlich bei den 28% eine wahnsinnige Selbstselektion drin. Also mit anderen Worten, Leute, die entweder das besonders toll oder besonders schlecht finden wahrscheinlich oder so. Ja. Das ist eigentlich auch ein Selektionsproblem, ja. Bezieht sich die 28% auf die Gesamtheit oder nur auf die Leute, die tatsächlich dann erschienen sind? Weil du hast ja eine ziemlich hohe Dropout-Rate beim dritten Mal, oder? Kommen ja nicht alle Leute zum dritten Messpunkt. Ja. Also die Daten dahinter sind relativ komplex. Also ich weiß, wie viele Menschen beim Kickoff da waren für jede Kohorte einzeln. Ich weiß, wie viele Menschen im dritten Workshop waren für jede Kohorte einzeln. Dagegen habe ich jeweils die blaue und die orange Linie gerechnet. Und ich weiß ungefähr, wie viele Leute am dritten Messpunkt noch da waren, weil wir haben auch eine Fluktuation von 10% in der Population jedes Jahr. Also Berater rotieren halt in andere Firmen, in andere Abteilungen. Also bei dem Grauen habe ich auch noch weniger Menschen, als ich ursprünglich ausgebildet habe. Also da die Kohorten sind momentan online 16. 16 online. Menschen. Ja. Also das früher, der On-Site-Workshop waren 20 Menschen zwei Tage. Und jetzt, da wir die Übungen neu geschnitten haben, nehmen wir 16. Relativ klein für online. Ja, aber es skaliert halt. Dadurch, dass wir die Trainer nicht mehr brauchen, um Vorträge zu halten, sondern dass die Trainer Mentoren sind, beziehungsweise Coaches sind in den Übungssessionen, habe ich einen viel größeren Scale, in wie viele Menschen ich erreichen kann. Kommt am Ende gleich auch nochmal. Ich will gerade dazu direkt, also ich finde es nicht klein. Wir haben zum Beispiel bei uns 8 bis maximal 12 im Online-Training. Also in solchen Trainings wie hier auch Lerntrainings oder Agile-Trainings. Also, das, das Spektakuläre ist, dadurch, dass wir online sind, können wir 2er Breakout-Rooms machen, 4er, was auch immer. Das wäre vorher im Hotel die Hölle gewesen. Wir hatten einen Hauptraum und einen kleineren Nebenraum und haben die Leute halbiert. Genau. Und manchmal haben wir sie zu Pärchenübungen in die Kaffeeecke, sucht euch irgendwo einen Platz geschickt. Und jetzt macht so flapp, flapp, flapp und die Leute werden ständig in einem anderen Setup wieder mit anderen Leuten gemischt. Also da hat es online gewaltige Vorteile. Ja. So, jetzt haben wir hier mal die Ergebnisse. Da hat ja gerade schon jemand mal gefragt, was dann da rauskommt, ne? Also von oben nach unten, Kickoff, Ende des letzten Workshops und dann 3 bis 4 Monate später. Je dunkler grün, umso mehr strongly agree. Und das sind 2 von den, haben wir drin, 8 Fragen oder sowas. I have built the necessary functional knowledge. Also ich habe das, was ich brauche, um es zu tun. Und I'm able to demonstrate. Also wende ich es dann auch an. Was man hier ziemlich klar sehen kann, ganz viel lila am Anfang, Unsicherheit, not applicable, hatte ja gerade jemand gefragt, ne? Also viele kreuzen da halt an. Dann schon ziemliche Euphorie am Ende des letzten Workshops, ne? Läuft. Und ein bisschen mehr Realitätscheck dann ein paar Monate später. Und ja, das ist gefärbt durch die Leute, die dann nochmal freiwillig wiederkommen. Ne? Also ich habe bisher noch nicht erlebt, dass einer wiedergekommen ist und aus der Praxis dann gesagt hat, war alles Mist. Ich habe aber natürlich Leute erlebt, die gesagt haben, das hat mir total geholfen, hätte ich das mal ein paar Jahre eher gehabt. Also
zum Thema Inhalt. Ne? Aber ist klar, ihr habt ja gerade auf der Folie davor gesehen, dass die Rücklaufquoten fürs Dritte so viel niedriger sind. Und potenziell würde ich schon sagen, das sind eher die Glücklicheren, die dann auch wieder kommen und sagen, oh, dem gebe ich jetzt nochmal mentale Sternchen an der Stelle. Ja. Eine Frage, die zweite Frage hier, I'm able to demonstrate the gain knowledge, das am Anfang des Workshops zu stellen, da fehlt mir gerade so ein bisschen der Kontext, das ist ja was sie neu lernen. Genau. Und da sagen die, kann ich das schon anwenden? Da sagen hier ganz viele, nee, weil ich noch nicht weiß. Not applicable und ganz viele neutral. Ja. Die Menschen, die wir da treffen, die haben Berufserfahrung, die wissen, wie beim Kunden Kommunikation abläuft und sie haben sich die Lernziele von dem Lernprogramm durchgegeben. Also sie haben eine Erwartungshaltung eher an der Stelle und überlegen jetzt, kann ich das denn schon? Und erleben dann zum Teil, können sie schon. Das ist klassische Gauss-Verteilung. Da sind immer mal Leute dabei, wo du denkst, warum sind die überhaupt in dem Training? Wie kann ich als Trainer einsetzen? Dann die meisten in der Mitte, die lernen wirklich was. Also die Beule wird wirklich ein Stück verschoben. Die werden alle besser und ganz am anderen Ende sind, nee, das ist an dem Ende, ne? Sind welche, die ja, warum haben wir die eingestellt? Aber ja, vielleicht auch. Oder vielleicht ein bisschen sanfter, warum schicken wir die zum Kunden? Wir hätten andere Jobs in der Firma. So. Aber das ist wirklich Gauss. Das jetzt, ne? Oder ihr habt sie nicht abgeholt. Sagen wir es mal positiv. Jetzt Betriebsratsperspektive und trotzdem investieren wir in diese Mitarbeiter und bringen sie voran und gucken, dass es ihnen ist. Also, was Antwort? Okay. So, das ist jetzt Level 3. Also ich behaupte mal, hier kann man sehen, dass die Leute danach besser ausgerüstet sind und dass sie es auch anwenden. Da kriege ich aber immer noch kein Budget und ich habe immer noch kein Geld. Und das war jetzt der Versuch mit dem Ding hier, mal wirklich zu sagen, was hat es denn gebracht? Also ich habe Mail geschrieben an alle Leute, die jemals da waren, habe gesagt, das finde ich jetzt hier wichtig in der Diskussion. Ich mache das, weil das Thema Lernzeit und Budgets ist in dieser Firma, also bei SAP, natürlich genauso, denke ich mal, wie bei euch auch in anderen Firmen, immer wieder schwierig zu sagen, lernen, ist das jetzt Kosten oder ist das Investition und bringt das dann überhaupt irgendwas? Und da wir uns regelmäßig umstrukturieren, haben wir gerne auch immer anderes Management, alle paar Jahre, was verantwortlich ist für die Budgets. Da muss man halt irgendwie mal so ein Business Case machen. Dann habe ich die Leute alle angeschrieben, habe Microsoft Forms gebaut. Die ersten Fragen seht ihr hier. Wart ihr damals online oder wart ihr virtuell? In welchem Jahr wart ihr denn da, um das auch ein bisschen auseinandersortieren zu können? Und habe sie dann mal gefragt, habt ihr es denn verwendet? Und hoffen, hat es was gebracht. Und wenn es was gebracht hat, traut ihr euch, die Zahlen da dran zu hängen? Das ist jetzt die ganze Statistik. Also von den Menschen, die bis Ende letzten Jahres ausgebildet wurden, 2145, davon waren in der Firma noch 1872, die anderen waren irgendwo hin. Sei es in Rente, zur Konkurrenz oder Elternzeit, jedenfalls nicht da. Die Antwortrate an der Stelle war 15%, also 286 haben geantwortet. Von denen wiederum haben 242 gesagt, ich habe es verwendet beim Kunden. Es gab noch einen anderen Ast, habt ihr es intern verwendet, da waren wir bei fast allen, also alle, die es irgendwie sich hier gemeldet haben, haben es intern verwendet. Und traut ihr euch denn da einen Geldbetrag dran zu hängen, waren dann immer noch 130. In dem Formular wird dann auch abgefragt, mit wem hast du denn geredet? Also alles anonym, so im Sinne von, da war ein COO aus der Hightech-Industrie und mit dem hatten wir ganz lange Eskalationszeiten. Und nachdem ich die Tools, die ich hier gelernt habe, in dem Training anwenden konnte, sind unsere Eskalationszeiten kürzer. Also wir brauchen einfach weniger Mensch, um da wieder ranzukommen. Es waren auch Leute, die gesagt haben, dadurch, dass ich hier das verwendet habe, hat der Kunde seinen Wartungsvertrag verlängert. Oder wir hatten die Chance, das nächste Consulting-Projekt anzuschließen. Also völlig kreuz und quer, ganz wilde Sachen. Kleine Deals, große Deals, Dinge, mit denen ich nichts anfangen konnte, wo dann jemand sagt, ich verwalte ein 500-Millionen-Budget und nutze deine Tools hier fast täglich. Wo ich dann, ja, was mache ich denn jetzt mit? Also war dann halt ein bisschen groß. Mich hat tatsächlich hier die Response Rate überrascht. Die ist, glaube ich, schon ziemlich hoch. Also dafür, dass manche von den Leuten 5, 6 Jahre nichts mehr von mir gehört haben, kamen da durchaus noch Antworten zurück. Die jetzt letztes Jahr im Training waren, ich glaube, die haben mit meinem Namen schon noch was anfangen können. Ich glaube aber, dass das die Kommunikation, die die Teilnehmer erleben, vom Kickoff über den Podcast hinterm hinteren Ende, dass da so eine gewisse Intimität irgendwo entsteht und dass es mehr Rücklauf erzeugt,
als wenn jetzt irgendein neutrales System geschrieben hätte oder eine generische Inbox Learning Ad irgendwas oder sowas, sondern es kam halt wirklich, wirklich dann von mir. Jetzt die Zahlen. Verständnisfrage, das Training, so wie du uns das vorgestellt hast, habt ihr von Anfang an so gemacht über die letzten Jahre oder habt ihr euch da auch weiterentwickelt oder war schon immer Podcast ein Thema bei euch? Das Podcast-Ding haben wir tatsächlich auch schon gehabt, als wir noch On-Site waren. Aber die anderen Elemente mit dem einmal im Monat uns treffen zu einem Roundtable haben wir verändert und wir verändern ständig die firmenspezifischen Inhalte. Also in den Übungen, wenn die Teilnehmer über etwas reden, dann reden sie immer über die aktuellen strategischen Themen und wenn sie Dinge aus der verstaubten Vergangenheit erzählen, dann haut ihnen der simulierte Kunde da auf die Finger, was das da für ein alter Kram ist und man möge doch bitte jetzt mal über Cloud reden und über Business Technology Plattform, also so. Aber im Kern ist es Hardcore-Kommunikation. Also wie fange ich an, wie höre ich auf, wie gehe ich mit Fragen um? Das ist schon sehr stabil. Also Maintenance, das ist nichts Radikales. Also Level 3 wäre eine Menge Menschen, die gesagt haben, ich habe es schon, und Level 4 wäre dann Geld. Und das ist das, was an Geld reinkam. Also jede Zeile ist ein Jahrgang der Teilnehmenden und in der Mitte steht dann die Summe von dem, was die Menschen glauben, was es der Firma an Geld gebracht hat. Sei es als zusätzlichen Umsatz, sei es als Schutz, also Maintenance Protection, heißt es auf Deutsch, also der Vertrag, der Wartungsvertrag, wo der Kunde gedacht hat, ach, ich will nicht mehr, der wurde dann doch verlängert und. Also alles kreuz und quer. Und wir haben sogar ein paar Outlier daraus genommen, so die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wo einer dann gesagt hat, alleine, ich mache jedes Jahr 500 Millionen, ist mein Budget, was ich hinkriegen muss und ich brauche das immer wieder. Ich habe nicht gedacht, ich habe mich verzählt. Ne? Also es sind 600 Millionen, was da steht. Und 600 Millionen von ziemlich wenig Menschen. Also reden wir gleich noch drüber, was mit den anderen ist. Jetzt die andere Seite. Was habe ich da reingesteckt? Also ungefähr 3 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, weil zur Zeit, als das Ganze on-site war, sind die Teilnehmer ja noch durch die Gegend gefahren. Und die Reisekosten habe ich nie gesehen, sondern die haben jeweils die entsprechenden Teams, die Kostenstellen haben das selbst übernommen. Die grüne Linie hier ist der positive Effekt von Covid. Also ich kann jetzt mit, hier unten ist das Geld, was ich für die Trainer ausgebe, kann ich um ein Vielfaches mehr Menschen bedienen, mehr Lerner durchbringen, weil eben dadurch, dass die Flip-the-Classroom-Logik angewendet ist, die Trainer sich wirklich konzentrieren auf den Übungsbetrieb pur und den ganzen Präsentationsbetrieb, den haben wir als Konserve. Dadurch ist es deutlich besser. Ja gut, wobei interessant ist ja eigentlich was ganz anderes noch dazu in der Richtung war, dass ausgerechnet 2018, 2019 die Zahlen wesentlich höher sind und das bei relativ, ja, also sagen wir, mittleren Wert von Teilnehmern und bei 2021, 2022 ist die Anzahl der Teilnehmer wesentlich höher und der Impact oder das, was rauskommt, ist im Verhältnis wesentlich weniger, also gerade die Hälfte. Ja, und jetzt sind wir bei dem, was ganz am Anfang die Frage kam. Vielleicht waren in Covid-Zeiten die Bedingungen da draußen total anders als früher. Ja, oder vielleicht braucht es auch. Das ist aber die Frage, weil das ist ja das Spannende, weil im Endeffekt eigentlich, ja. Vielleicht braucht es auch erstmal 2 Jahre oder 3 Jahre, das anzuwenden, was wir dir beibringen, damit es dann wirklich den großen Hebel erzeugt. Also ich traue mich jetzt nicht zu interpretieren, warum manche Jahrgänge da mehr oder weniger hatten. Ja, aber es ist schon interessant zu beobachten, weil, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren, 2021 und 2022, ist die Anzahl der Teilnehmer wesentlich höher, die dann zurückgemeldet haben, auch letztlich. Ja. Und der Impact ist die Hälfte von dem, was 18 und 19 war. Jetzt kommt das genau, ich glaube, die große Komplexität bei den ganzen Learning Analytics Bestrebungen, das sind halt die dritte Arten. Wie kriegen wir das in Blended Data hinein? Also wie kommen wir an die anderen Daten her und können diese Korrelationen herstellen? Natürlich können wir jetzt alle, wie wir unsere Erfahrungen gemacht haben, bei Covid relativ schnell sagen, die Fluktuation ist hochgegangen, der Vertrieb hatte es sowieso hart, je nachdem, wer es hier, was hier zu tun hat. Das heißt, für mich ist das eine logische Zahl aus Covid herauszubringen. Ja, aber die Aussage, die er vorhin getroffen hatte, war, ich kann jetzt durch das ganze Thema virtuell viel mehr Leute abholen, ist für mich insofern, stelle ich ein Fragezeichen dahinter, weil der Impact
trotz alledem 22 zum Beispiel lang nicht so hoch ist im Endeffekt. Als ja, wenn du die Annahme machst, dass es ein Immediate Return ist. Wenn ich jetzt die Annahme mache, es dauert 3-4 Jahre. Da müsstest du dann nochmal 2-3 Jahre warten. Müsste ich dann anders fahren. Und ganz sicher, aus den ersten Jahren sind viel mehr Menschen nicht mehr da. Also das habe ich jetzt nicht hier dabei, aber ich weiß auch, wie viele Leute mittlerweile nicht mehr da sind. Und je länger es her ist, umso mehr sind nicht mehr da. Ne? Die vom letzten Jahr sind noch fast alle da. Da sind nur ganz wenige weg. Und das heißt, über deren Lebenszyklus sollten sie eigentlich auch mehr generieren, als die, die letztes Jahr erst angefangen haben. Und dann gibt es wieder die, die waren vorher schon gut und die anderen, also tiefer rein traue ich mich nicht zu interpretieren. Kurze Frage zu den Trainern. Ja. Was ist Trainer inklusive Travel Costs? Habt ihr selbst auch interne Trainer, die hier trainiert oder alles komplett extern? In dem Fall sind es externe Trainer. Das wäre aber, also das ist jetzt die Antwort. Mhm. Aber bei internen Trainern wäre das Bild nicht anders. Die würden nicht uns als Lernorganisation gehören, sondern die werden im Normaljob Berater sein, Vertriebsleute, Entwickler, was auch immer. Wir zahlen die Reisekosten, wenn wir sie irgendwo als Trainer hinschicken und wir zahlen ihre Zeit, wenn wir sie irgendwo hinschicken. Ja, okay. Wenn wir externe nehmen, dann haben wir eher eine höhere Verlässlichkeit, dass die auch kommen. Weil wenn ich einen Berater einsetze als Trainer, dann will der das. Die brennen dafür. Nur wenn der Kunde noch höher brennt, dann geht der zum Kunden und nicht zu mir. Und da bin ich stabiler aufgestellt, wenn ich mit einem externen Provider an der Stelle arbeite. Das triggert jetzt. Ja. Ja, hast du das Umfeld, in dem der Transfer stattfindet? Also 21, 22 geht jetzt zum Beispiel hier die Intensivkurve hoch. Mhm. Aber im Endeffekt hast du immer noch den gleichen Return on Investment. Eine erste vage These könnte ja auch sein, dass Kundenkontakte nach deinem Training früher face-to-face stattfanden, aber 2021, 2022 während Covid vielleicht nur noch virtuell und dabei das Erlernte vielleicht nicht in dem Maße transferiert werden konnte, weil es 1-zu-1-Settings gefehlt hat. Das heißt, Covid ist ja hier eigentlich bei dem Server eine Störkonstante oder eine Störgröße. Ja. Also wenn du nicht weißt, in welchem Umfeld das der Transfer stattfand, ist es vielleicht zum Schluss so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Finde ich ein sehr guter Punkt. Haben wir nicht abgefragt. Das, was wir wissen von den Lernern, ist, die Pandemie hat sich sowohl am Anfang als auch zum Ende hin auf sehr unterschiedlichen Zeitachsen rund um die Welt ausgeprägt. Ne? Also in Japan war sehr früh die Erwartung, komm wieder als SAP-Mensch zum Kunden. Ne? Während andere gesagt haben, läuft virtuell, kann so bleiben. Wir sparen jetzt die Reisekosten, wir wollen den Berater gar nicht mehr bei uns haben. Er kann das von zu Hause genauso, haben wir ja erlebt in den letzten Jahren. Also das variiert da sehr stark, aber bei jeder Punkt, ja. Ich habe zwei Fragen. Ich meine, das erste ist ja, ihr schätzt ja die Leute selbst ein, wie viel jetzt da potenziell gemacht haben, oder Zusatz. Ja. Ich meine, die andere Variante, weil ich das mal versucht habe, dass man sich wirklich selbst zahlen. Ich meine, jetzt in einem Bereich, wo man tatsächlich harte Zahlen hätte, es gibt ja auch Ansätze, dass man das versucht. Das ist ja die erste Frage, weil das versucht zu sagen, weil das ist ja ein Riesenproblem hier an der Stelle. Und die zweite Frage, die ich fast spannender finde, ich meine, die ganze Zahlenkolonne, jetzt kann ich meine eigene Einschätzung geben, ob ich das glaube oder nicht, aber glaubt es denn das Management? Also hat das jemand interessiert? Versuchen wir die zwei Fragen auseinanderzubringen. Ja. Also die eine ist, was macht man mit Sales? Das macht unsere Schwesterabteilung, die sich um Sales-Training kümmert und die gucken tatsächlich auf die Sales-Pipeline und die Trainingsteilnahme, die vor allen Dingen bei neuen Menschen, die reinkommen, die durchs Training gehen versus die, die nicht durchs Training gehen. Also die haben da auch andere Metriken, kann man auch überlegen, was man da glaubt, weil auch da gilt natürlich, was ist der Markt, welche Accounts kriege ich, hat der Kunde noch Geld und solche Geschichten. Glaubt Management das? Naja, also was will ich eigentlich? Ne? Also wenn ich jetzt intern drauf gucke und sage, ob es jetzt 600 Millionen sind oder 100 Millionen, also ich glaube, ab 6 Millionen wäre das schon ein guter Deal. Ja? Also du gibst mir 3 und ich mache daraus 6. Und das da unten waren ja auch nur, wie viel waren es? 20% der Teilnehmer. Ich kann auch mal versuchen, das mit 5 Mal zu nehmen. Dann bin ich bei 3 Milliarden. Da wird mir dann aber schwindelig. Das glaube ich dann selber nicht mehr. Ne? Also der Punkt ist ja jetzt nicht, ob es jetzt 600 Millionen sind, sondern selbst wenn man sagt, 10er Potenz daneben, es ist immer noch eine coole Kiste. Und damit werde ich tatsächlich demnächst zu unserem Management intern gehen und sagen, nur mal zum Thema Invest versus was bringt es denn der Firma? Training ist nicht Kost. Training ist Invest und es zahlt sich auch aus. Aber in die Wirksamkeitskontrolle, also jetzt diese Transfer-Feedback-Kontrolle, habt ihr nicht, den Supervisor nochmal eingebunden, der das da nochmal vielleicht gegenbestätigt, dass man auch mal so eine dritte Komponente mit drin hat? Wäre auch spannend, haben wir nicht. Haben wir auch schon mal erwogen.
ist schwierig, da dann die Rücklaufraten entsprechend hochzubringen. Ne? Für den Betriebsrat, da gibt es sogar ein IG Metall, das ist nicht. Deswegen mache ich das ja hier. Ist ja, eine gute Antwort. Also, meine Antwort ist nein, habe ich nicht. Wir sind sowieso alle AT hier. Aber Betriebsrat haben wir. Und die Idee an sich ist auf jeden Fall gut. Die nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Da war noch eine Hand. Also erstmal fand ich eindeutig, was du gesagt hast. Also die alleinige Zahl 600 Millionen ist, wenn man kurz drüber nachdenkt, aber es kam ja auch erst, als du es gesagt hast, gar nicht so spannend, sondern einfach. Nimmt den Sinnepotenz weg. Ja. Ja. Das Zweite, bei der Frage, was dort tatsächlich die Kollegen dann geantwortet haben, was es ihnen benutzt hat, ja. Habt ihr dort nachgeforscht und qualitative Interviews beispielsweise? Das ist in den Formularen drin. Also jeder hat gesagt, mit wem hat er geredet, worüber hat er geredet, was hat es denn gebracht? Freitext. Und die haben grob geclustert in verschiedene Themen. Genau, also konntet ihr da eine Clusterung ableiten und war das gespannt? Habe ich jetzt nicht dabei. Also gegeneinander verglichen haben wir noch nicht, nee. Aber also in dem typischen Geschäft ist eben Eskalation. Ja? Also Kunde stand mit uns total quer und wir haben gedacht, das dauert und das ging schneller runter auf Normalbetrieb, also Deeskalation ist eins. Dann halt, was ich schon zweimal, glaube ich, gesagt habe, Kunde war so angezickt, dass er irgendwie Wartungsvertrag oder Projekt irgendwie canceln wollte und er hat es sogar verlängert. Dann gibt es noch das neue Auftrag hinten dran, egal ob das das nächste Projekt ist oder eine Lizenz oder eine Cloud-Subscription oder was auch immer. Das waren so die großen Blöcke, die da drin stehen. Aber die habe ich nicht gegeneinander abgeglichen. Führt wahrscheinlich auch wieder zum nächsten Tunnelblick. Was haben die Leute denn für Ziele? Ja, also ein Berater, der da rausgeht, der hat nicht das Ziel, Umsatz zu machen. Wenn wir jemanden haben, der Customer Success Manager ist, der den Kunden einfach nur glücklich halten soll die ganze Zeit, der ist dann interessiert eher an den Deeskalationen und an dem nächsten Renewal hinten drauf, ja, dass es weitergeht. Du hast auch eine Frage. Erst aus meinem Team. Aber du warst noch nie in dem Training. Ja, ich habe das Effective Server damals ins Leben gerufen und deswegen erinnere ich mich auch zu den Finanzen, dass die erste Frage auch abzielt, ob jemand auf das Projekt schon mal gestafft war in dem Bereich, wo er ist. Da gibt es ja und nein, da gibt es keine Zahl dazu, aber grundsätzlich ist das auch ein Daumenfaktor. So und so viele Prozent haben also was gemacht, um danach gestafft zu werden. Und das Zweite, die Struktur ist ja Mindset, Knowledge und Netzwerk und dazu gibt es jeweils Freitextfelder. Und die Frage wäre jetzt interessanterweise, ob man das mal auch gegen so ein ChatGPT laufen lässt, um rauszuhören, was ist denn das Wichtigste gewesen oder das Schlimmste von dem Training? Also da kriegt man auch mal so ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen. Also mal die Antwort ist, schreibt dann zurück, glaube ich nicht, geht es auch anders und dann kriegst du mir besser. Das habe ich aus der anderen Session von der bevor, ich wende mich jetzt mal hier bewusst in die andere Kamera. Da draußen, Fragen, Sorgen, Interesse. Ich hoffe, ich habe euch nicht ignoriert zwischenzeitlich. Okay, gut, dann, wie man das in diesem Training zum Beispiel lernt, macht man am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Also wenn ihr mir gar nicht zugehört habt, Dinge, von denen ich glaube, dass ihr sie mitnehmen solltet. Also ich glaube tatsächlich, ist eine gute Idee, mal die Lerner zu fragen, was hat sich denn für dich geändert? Also gerade da, wo man eben nicht an betriebswirtschaftliche Zahlen rankommt, zu sagen, Lerner, was hat es denn gebracht? Und da ist es, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, dass man vorher eine Baseline abfragt, sondern dass man irgendwie guckt, dass man dann hinten fragt. Und da ist dann die Magie, das ist der zweite Punkt, wie kriegt man dann da die Response Rate hoch? Also wenn ich ganz hinten zum ersten Mal aus dem Wolken falle und sage, ey Leute, was hat denn euer Leben jetzt verändert? Hat es denn was gebracht? Und die haben noch nie davon gehört, dann werde ich wahrscheinlich wenig kriegen. Also irgendwie muss man eine gute Balance finden, den Leuten vorher schon zu sagen, ich werde später mal fragen und dann später auch wirklich mal fragen. Und bei meiner Vorbereitung hier habe ich gemerkt, es ist total wichtig, die Daten schon unterwegs zu sammeln. Also in unserem Learn-Management-System, da steht jetzt am Ende drin, wie viele Leute haben wann teilgenommen, aber da ist nicht die Detailaufschlüsselung, wer war im Kickoff, wer war im ersten Workshop, wer war im dritten Workshop. Wenn ich die Daten nicht noch woanders gehabt hätte, hätte ich nicht diese Kurve da bauen können. Also lieber zu viel sammeln. Es darf ja vollständig anonym sein. Es geht ja nicht darum, die Leute zu verfolgen, sondern unterwegs möglichst viele Daten zu sammeln. Und mindestens an zwei Stellen habe ich gedacht, ich brauche einen Benchmark. Also ich habe jetzt irgendeine Return-Response-Rate da stehen, aber ich habe ein Bauchgefühl dafür, naja, könnte besser sein, aber war die jetzt vielleicht trotzdem gut? Und wie geht es denn den anderen? Also wie geht es meinen Peer-Learning-Programmen oder wie geht es anderen Firmen oder was ist ein Industry-Benchmark? Hätte ich jetzt hier gerne noch drin haben können, aber der Gedanke kam mir irgendwie erst vorgestern und da war es dann ein bisschen zu spät.
das Maß und ich stelle das gern zur Verfügung. Vielleicht muss ich die Zahlen ein bisschen schmerzenweise nennen, mit meiner Chefin nochmal reden. Die hat heute Morgen das Kickoff gemacht. Das war's, was ich hatte. Noch was hinten dran. Also ich fand es erstmal toll, die Diskussion. Also ich habe gekriegt, was ich wollte. Wie geht's euch? Und ich glaube, das, was du jetzt gemacht hast mit dem 6 Jahren Rückblicken, das mal jährlich zu machen oder 2-jährlich zu machen, um eine Konstanz in die Daten reinzubekommen und zum Beispiel zu sehen, die Leute, die jetzt vor 3 Jahren dabei waren, die glauben, jetzt ist es so viel hochgegangen pro Jahr oder die Schätzungen von, wir haben, keine Ahnung, 60 Millionen oder so, die wir damit gemacht haben, geht das nochmal runter, geht das hoch oder so, wird einfach ein bisschen Verlässlichkeit reinzubekommen, ja, das glaube ich richtig cool. Punkt. Blick nach draußen, in die Weite Land. Okay. Dann würde ich sagen, passt auch zeitlich ganz gut. Nächste Session, die Schmidt hat eine Frage. Melanie, jetzt aber los. Wolltest du auflegen oder wolltest du was fragen? Ich wollte tatsächlich was fragen. Ein bisschen lauter. Ich wollte tatsächlich was fragen. Ja, und zwar wollte ich gerne wissen, wie groß das Projektteam sozusagen dahinter ist oder war. Also die das durchführen, die Daten sammeln, Feedbackbögen rausschicken. Wie viele seid ihr, die das machen? 0,8. Also im Wesentlichen FTE. Das Vollzeit. Ja. Also wir haben tatsächlich bei uns im Team haben wir eine Kollegin, die ist das Thema Impact, also Messung an sich. Und dann Menschen wie ich, denen ein Lernprogramm gehört, die kriegen dann ein bisschen Anleitung, aber machen dann halt schon ziemlich selber. Okay. Also okay, die ganzen Zahlen durchkauen jetzt von dem letzten, um zu den 600 Millionen zu kommen, waren aber zu zweit vielleicht 4 Stunden drauf rumgekaut mit ganz viel Excel und Pivot. Ja. Und ganz viel Texten lesen, weil so simple Sachen wie, ne, die Menschen aus Mexiko schreiben ja nicht ihre Zahl in Euro. Und dann sitzt du da beim Währungsrechner und versuchst das erstmal rauszukriegen, was meint sich da überhaupt. Also solche Sachen haben halt schon auch Zeit gekostet. Ja. Und das Formular zu erfinden, glaube ich, auch mit Review Cycle vielleicht 3 Stunden. Ja, und dass das ein bisschen Hinschmalz braucht, ist klar. Aber genau, mich hatte interessiert, wie viele Köpfe dahinter stecken. Danke. Okay, dann schließen wir hier. Danke, ciao. Danke. Das ist ein Schlüssel.